Es wird so langsam Frühling im Saarland. Und ja, deswegen sind wir in Buß hier bei Zweirad Ferraro. Und hier ist auch schon Giovanni Ferraro. Grüß dich, hallo. Hallo, grüß dich. Und du bist nicht alleine, hier ist noch jemand. Hallo. Hallo. Stell dich einmal kurz vor. Ich bin der Max. Du bist der Max. Giovanni, wir sind hier bei dir bei Zweirad Ferraro. Dich gibt schon eine ganze Weile hier, oder? Ja, wir sind jetzt hier genau 10 Jahre am Platz. 10 Jahre schon? Ja, genau. Seit August 2018 wir hier. Genau. Und du hast nicht immer mit Rollern gearbeitet? Das war mal ganz anders bei dir. Ja, wir haben eigentlich früher mit Fahrrädern angefangen und die Branche hat sich ein bisschen entwickelt und sind immer mehr in diese Zweirad-Roller-Geschichte reingerutscht. Genau. Und was ist denn deine Aufgabe hier? Ich bin hier der Zweiradmechaniker und Geschäftsführer von Buß. Der Zweiradmechaniker. Und ihr habt was ganz, ganz Tolles für uns, weil es perfektes Wetter heute. Der Frühling kündigt sich an und da wird es Zeit, die Rolle mal wieder auf die Straße zu bringen. Ja, da leben wir jetzt richtig auf. Die Wettervorhersagen sind phänomenal und da freuen wir uns schon drauf. Ja, genau. Und du hast dabei die Neuheiten für 2019. Ja, sie stehen hier hinter uns. Wir haben also verschiedene Änderungen. Auch gesetzlich gesehen die Euro 4 Maschinen. Das heißt, die Zweitaktgeschichte ist passé. Die Rollern und Zweirad kommen alle gar jetzt mit Viertaktmotoren, gegebenenfalls Einspritzer oder elektronische Vergaser. Du, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Du zeigst uns und ihr zeigt uns, was es denn jetzt 2019 neu auf dem Markt gibt. Okay, gerne. Können wir anfangen. Gut, dann starte. Was haben wir denn hier direkt hier als erstes für einen Roller? Hier haben wir den Luxon, den RY7. Das ist der neue Modell. Damals hieß er RY6. Optisch gesehen hat sich außer der Farbe nichts verändert. Natürlich, was da passiert ist, er hat den Viertaktmotor reinbekommen. Das ist die größte Änderung. Sieht man hier am Auspuff, dass das ein Viertakter ist oder hier an der Einfallstütze von dem Motoröl. Und das ist praktisch eine Lizenzmotorbau von Peugeot. Also qualitativ sehr hochwertig auch. Ich denke mal, da kann auch der Max bestimmt ganz viele zu sagen, hier als der Zweiradmechaniker. Was hat sich jetzt hier so zum Vorteil verändert, zum Modell vorher? Ja gut, Vorteil ist bei dem Modell, die verbrauchen nur noch ca. 2 Liter auf 100 Kilometer Kraftstoff. Die ursprüngliche RY6, das war ein Zweitakter, hat bis zu 5,5 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Jo, und bei denen ist halt die Schadstoffstufe ist Euro 4, das heißt geringer Verbrauch, ruhiger Motorlauf und immer noch konstante Leistung von ca. 3,5 PS. Ist es jetzt eher ein Anfängermodell, eher für Fortgeschrittene, für begeisterte Fahrer, für wen ist das eher gedacht? Das ist ein Einsteigermodell. Einsteigermodell, wie gesagt, von Jugendlichen bis 15 Jahren, Mofa-Prüfbescheinigung oder auch, wie gesagt, normale Leute mit Klasse M, sprich 45er. Giovanni, jetzt vielleicht dein Part. Der Preis liegt hier bei 1449. Der Einsteigermodell hat es bei 1449. Es gibt auch günstige natürlich, wenn man die braucht, für auf die Arbeit zu fahren, ohne große Ansprüche. Der hat schon hier ein paar Highlights für diesen Einsteiger, aber der ist schon 7, 8 Jahre bei uns im Bestand mit sehr, sehr gutem Erfolg und ja, qualitativ sehr hochwertig, muss ich sagen. Hast schon gesagt, einige Highlights. Was bekommt man denn für die 1449 als Highlights? Ja, wir haben erstmal hier einen Taro, Carbonoptik. Sieht auch sehr schön aus. Dann haben wir hier, wie die Motorräder haben, einen Kill-Switch. Das heißt dann, man kann die Maschine ausmachen ohne Zündschloss. Einfach, wenn man mal stehen bleiben will, an der Ampel und so weiter, einfach ausmachen und dann wieder starten. Dann haben wir die Werfscheibe vorne. Das ist eine gewählte Scheibe, sportlich auch natürlich sehr schön rüberkommt. Ja, was natürlich verloren gegangen ist, ist ein Zweitakter, die schöne Optik vom Motor. Der Viertakter hat aber nicht mehr diese Optik. Auch der Luftfilterkasten ist sehr, sehr dominant in der ganzen Geschichte hier. Aber das können wir leider technisch nicht anders machen. Trotz allem ein sehr gelungener Roller. Ja, vor allen Dingen, was ich ganz vergessen, die Lackierung ist natürlich auch sportlich schwarz mit anthrazitroter Streifen. Also ist schon eine sehr angenehme Optik von dem Ganzen, ja. Und er wäre auch direkt vorrätig hier. Man kann vorbeikommen, ihn direkt mitnehmen. Ja, es gibt natürlich zwei Versionen. Einmal die Mofa-Version, 25 km/h. Die kann man so bestellen, ohne Mehrkosten. Oder halt die 45 km/h. Und die sind innerhalb 1 bis 2 Stunden fahrbereit, da wir auch hier Bekleidung haben. Und die Kennzeichen sind auch schon vor Ort. Auch für die neue Saison 2019. Perfekt. Kommen, kaufen, losfahren. Richtig, genau. Eine Stunde gemütlich Kaffee trinken und wir machen das fertig und kann hier von Hof fahren mit einer neuen Maschine. Kein Problem. Und den Kaffee gibt's auch bei dir? Das gibt's auch, ja. Echt italienischer? Aber absolut. Nur. So, als nächstes haben wir einen Roller, da weiß ich jetzt schon, da geht dem Giovanni das Herz auf. Ja, absolut.
Zündapp ist wieder da. Die waren mal insolvent vor Jahren und die Marke ist verkauft worden. Und eine Firma hier aus Gräfenhausen, Birkenfeld, hat das übernommen und baut das wieder komplett auf. 2019, Zündapp ist wieder da. Mit was ist Zündapp denn zurückgekommen? Mit der Bella R. Die gab es schon damals in den 60er Jahren den gleichen Namen. In Blechkarosserie, wie man es früher üblich hatte. Und es wurde wieder was Neues natürlich gemacht, aber der Name ist geblieben. Natürlich mit der Original Zündapp-Logo, dass ihr es auch dann seht, dass es dem Moment auch Zündapp ist und nicht irgendwelchen Nachbauten. Hat auch hier einen Viertaktmotor reinbekommen mit einem elektronischen Vergaser mit 3,2 kW. Hat hier eine schöne Front, auch wetterbedingt, dass man da ein bisschen auch trocken ist, wenn man ein bisschen mal im feuchten Wetter unterwegs ist. Gummitrittbretter, damit der Lack geschont wird. Hier sind alles aus Kunststoff, damit nicht der Lack irgendwie angekratzt wird. Und wenn die Frau oder jemand mitfahren will, hat man hier auch die Fußrasten schön versteckt in der wunderbaren Form. Die kann man dann auch wieder wegklappen, wenn man sie braucht. Ich hatte gesagt, so gab es das Modell schon in den 60ern. Ich frage mal, bist du selbst gefahren? Nee, leider nicht. Ich bin Italiener, ich bin halt noch meine Piaggio gefahren. Aber trotzdem bist du absolut begeistert hier von dieser Zündapp. Absolut. Sehr gut gelungen. Von der Farbe, von der Optik, Retro-Style ist da. Ein schöner, großer Sitzfläche haben wir auch hier mit dem Logo drauf gestickt. Ein Gepäckdreher hinten drauf, wo man auch sehr gut auch einen Topcase drauf machen kann, wenn man einen Helm verstauen will oder irgendwelche Ware verstauen will für längere Fahrten im Prinzip. Genau, deinen Helm habe ich schon gesehen. Ja. Der Klassiker muss natürlich sein. Eigentlich drunter. Die haben wir auch hier zum Verkauf natürlich parat. Mit Sonnenschutz hat man hier. Und in dem Style halt, wie der Roller selbst ist, dann Erwachsene mögen nicht unbedingt diese vollen Helme, die möchten gerne die Jethelme haben. Und da haben wir auch eine gute Auswahl darüber. Genau, und perfekt, kann direkt auch hier gut verstaut werden. Ja, hier haben wir den Stauraum im Prinzip von einem Roller und da kann man auch so einen Jethelm bequem verstauen und auch wieder wunderbar schließen und ja, sehr gut zu handeln. Hier ist der Tank, das heißt, man braucht keinen abschließbaren Tank, weil wenn man den Deckel hier runter macht praktisch, ist er gesichert. Hier die Zündapp, ist es eher jetzt was für Liebhaber oder für wen ist die gedacht? Ja, es sind sehr viele Liebhaber und auch Sommerfahrer, die einfach Lust an den Roller haben, auch eine kurze Strecke hinterlegen oder auch gerade in die Städte, wo es wenig mit Parkplätzen zu tun ist, kann man die einfach abstellen, ist kein Problem. Diese Maschine hat 50 Kubik, gibt es natürlich auch mit 125 Kubik und der Preis ist identisch. Das heißt, jemand, der noch im März 1980 den Autoführerschein gemacht hat, darf die 125er fahren. Ansonsten muss man dann einen separaten Führerschein machen. Genau, Preis hast du gesagt. Ich zeige dir mal ganz kurz. Hier für 1899 und dann auch in dieser Ausstattung, wie du sie gerade eben schon erklärt hast. Ja, die Ausstattung und natürlich gibt es die noch in schönen Weinrot, eine sehr, sehr schöne Farbe unter anderem auch. Ja, das ist das zu sagen. Und auch hier die Zündapp ist vorrätig, das gilt das Gleiche. Ich kann kommen und quasi in kurzer Zeit losfahren. Ja, wie gesagt, wir haben immer 3-4 Fahrzeuge vorrätig. Also wir haben hier am Platz in etwa 50 bis 55 Neufahrzeuge. Jede Modelle sind da vom kleinen, wir sagen uns schon Brötchenholer, so für 1000 Euro fangst bei uns an, bis hin zu den Highlights wie die Bella R. Haben wir immer vorrätig. Sollte mal was ausverkauft sein, unser Lieferant ist hier 200 Kilometer von uns hier entfernt, in der Nähe von Pforzheim. Und innerhalb 3 Tage haben wir die Maschine hier vor Ort. Okay, das heißt freitags kommen, montags losfahren. Genau, so sehe ich das auch, ja, geht. Das machen wir. Was wir noch nicht gehört haben, wie sieht es denn hier jetzt bei der Bella aus mit dem Verbrauch? Der Verbrauch ist im Viertakt elektronische Einspritzung zum Beispiel bei 2 bis 2,5 Liter. Der Vorteil natürlich gegen den Zweitakter, er ist wesentlich leiser. Er stinkt nicht mehr so, weil er halt kein Öl verbraucht. Und beim Öl, beim Zweitakter, kennt man das vom Rasenmäher auch, dass die ab und zu mal die Kerze auch kaputt machen können durch die Verfettung. Das heißt, wenn Leute in gewissen Alter keine Lust haben, ständig sich hinzulegen, die Kerze zu wechseln, ist ein Viertakter natürlich sehr, sehr gut. Man kann sie abstellen, im halben Jahr einfach zünden, das Ding läuft wie beim Auto, wie beim Motorrad, kein Problem. Man hört's raus, du bist durch und durch begeistert. Ja, absolut, weil wir haben da in der Werkstatt ein bisschen weniger Arbeit dadurch. Das Verständnis ist da, warum ein Roller nach 4 Wochen stehen bleibt, weil die Kerze kaputt ist. Da kann kein Händler was dafür. Bei diesen Viertakter ist das Problem total gelöst. Gibt's nicht mehr. Und als dritten Roller hier hat der Max jetzt so ein richtiges Highlight 2019. Max, was hast du denn hier? Das ist der Luxon F18. Neues Modell, Euro 4 schon.
Neues Modell 2019, das muss jetzt alles mal genauer erklären. Was hat sich verändert? Was sind die Highlights? Gut, der Highlight ist auch Viertaktmotor, Euro 4, Schadstoffstufe Euro 4, sehr geringer Verbrauch, 2,2 bis 2,5 Liter Verbrauch, 100 Kilometer. Dann natürlich Scheibenbremse vorne und hinten, vorne 190 mm Scheiben, Doppelkolben, Bremszange vorne und hinten. Das heißt Bremskraft enorm, die gleichen Bremsen wie beim 125 Kubik. Dazu hat er schöne Halogen-Scheinwerfer und komplette LED-Technik, sprich Blinker und Tachobeleuchtung. Max, aber jetzt sind wir hier natürlich schon weit, weit weg von dem Einsteigermodell. Ja, sind wir weit weg. Sind wir in dieser obersten Liga schon. Preislich sind wir hier bei 1849. Das ist korrekt, ja. Jetzt muss ich erklären ganz kurz. Oberste Liga. Was macht denn diesen Roller zur obersten Liga? Na gut, Preis, Leistung und Ausstattung. Ne? Das ist halt, wie gesagt, diese Komfort, Halogen, Scheinwerfer, LED-Blinker vorne hinten, Scheibenbremse vorne hinten, Fußrasten aus Aluminium, schöne große Sitzbank mit roter Naht. Und natürlich noch ein kompletter elektronischer Tacho mit Drehzahlmesser, Tageskilometerzähler und sämtliche Kontrollleuchten. Richtiger Highlight-Roller 2019. Das ist richtig, ja. Wie gesagt, Hauptseitenständer hat er auch. Der hat eigentlich alles, was man braucht. Fährst du ihn selber auch? Ich fahre selber auch ein, ja. Und der absolute Highlight ist natürlich noch diese Steckdose mit USB-Anschluss. Ja, Wahnsinn. Muss man haben auf jeden Fall. Ja, muss man mittlerweile haben, ja. Kann man auch Handy laden natürlich, ne? Deswegen ist schon nicht verkehrt, ne? Das heißt, du willst ihn auf jeden Fall, wenn nicht schon einen hättest, auch sofort fahren? Ja, ja, natürlich. Ist gar kein Problem. Von jung bis alt, ist alles dabei. Sehr gute Leistung, wie gesagt, 3,5 PS konstant, 50 km/h, optimaler Roller. Giovanni, das war jetzt ein kleiner Einblick in die Neuheiten 2019, aber das ist natürlich noch lange nicht alles. Nein, ist noch einiges noch da, kommt noch einiges auf uns zu. Und das sind kleine Überraschungen, die wir für den März dann parat lassen. Genau, so viel Zeit lassen wir uns ja, noch, weil jetzt geht es erstmal darum, in die Saison zu starten, wieder loszulegen und ja, erstmal die ersten Sonnenstrahlen genießen. Ja, viel voll. Wir sind ziemlich unruhig. Wir warten, auf Deutsch gesagt, ist, wenn die Fastnacht vorbei ist, geht bei uns richtig los. Und dann bereiten wir uns vor für diese ganze Saisongeschichte hier. Jetzt haben wir schon gesagt, Neuheiten gibt jede Menge, es gibt auch ein paar Überraschungen. Aber du hast natürlich auch noch jede Menge da von dem letzten Jahr, wo man auch noch zugreifen kann. Ja, wir haben noch ein bisschen Vorgängermodelle da. Natürlich muss man erwähnen, wir haben sehr gute Gebrauchte da mit Garantie. Wir vergeben dann ein Jahr Gewährleistung auf unsere Gebrauchte. Die werden durchgecheckt und auch dementsprechend auch repariert. Dass die Leute also keine Reparatur oder Inspektion noch als Kosten dazu haben, die werden dann ausgeliefert mit ein Jahr Gewährleistung und total instand gesetzt, ohne Probleme. Auf jeden Fall ein geniales, tolles Angebot. Giovanni, wenn ich mich denn jetzt mal interessiere, sei es für die Neuheiten 2019 oder auch, wie du gerade eben schon sagtest, für die Gebrauchten, wo, wann und wie kann ich euch denn am besten finden? Einfacher ist hier nach Buß zu kommen, Saarbrücker Straße 197. Wir sind von 9 Uhr bis 18 Uhr durchgängig da, mittwochs von 9 bis 13 Uhr und Samstag auch von 9 bis 13 Uhr. Super, genau. Ansonsten einfach mal vorbeikommen, sich die tollen Roller anschauen, sich beraten lassen. Ja, und vielleicht einfach dann, wir haben es gehört, spätestens nach Karneval geht's rund, dann ab auf die Straße mit dem Zweirad. Auf jeden Fall. Was wir noch erwähnen wollen, wenn jetzt die Frühlingsgefühle aufkommen und die Kunden möchten ihr Roller rausnehmen, er springt nicht an, wir haben auch einen Abholdienst. Also wir haben eine Werkstatt, wir nehmen die Roller ab, wir tun die dann im Stand setzen und sind dann abholbereit innerhalb 3 Tage bei uns. Dann nennen wir noch ganz schnell die Rufnummer, wo ich notfalls anrufen kann, wenn mein Roller nicht anspringt. Das ist die 06834 78 20 507. Genau, anrufen beim Notfall. Giovanni und auch der Max und das ganze Team helfen euch. Ja, und dann geht's auf die Straße mit dem Roller. Euch beiden vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.